Lieben ist eine Fähigkeit und da gehört dazu, wie kann ich gut streiten, wie kann ich vergeben, wie reden wir über Sex, was bedeutet guter Sex für mich, was machen wir, wenn äußere Krisen entstehen, wie kann ich dich koregulieren. Das sind alles Aspekte, die haben wir nicht gelernt. In meinem Job geht es viel darum, dass wir Verbindungen aufbauen, dass wir wieder in eine emotionale Tiefe gehen. Manchmal im Alltag verlieren wir diese Verbindung, diesen Kontakt miteinander. Und manchmal verlieren wir ihn auch zu uns selbst. Und das wieder zu finden, diese Verbindung, diese Tiefe, diese Nähe, darum geht es ganz viel in meiner Arbeit. Ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Es gibt wenige andere Momente in einem Leben, wo man merkt oder wo man so wachsen kann, wie da ist ein emotionaler Schmerz oder da ist eine innere Blockade und man geht da drüber. Und das ist super schön. Ich sehe, wenn jemand quasi an dieser Schwelle steht und etwas denkt und es sich nicht mehr traut auszusprechen, weil das ist ja das, was wir im Alltag oft haben. Wir haben dann angefangen, es so runterzuschlucken und wir fangen an, das zu maskieren, was eigentlich unten drunter liegt. Also anstatt zu sagen, boah, ich fühle mich hier so einsam, wären wir zum Beispiel wütend. Und ich glaube, wenn das dann gesehen wird und vielleicht auch nicht als bedrohlich wahrgenommen wird, sondern einfach mit Interesse dem begegnet wird, dann ist das was Öffnendes. Gegen Wut hilft Atmen. Und ich habe deswegen auch einen Zaubertrick für all diejenigen, die sich vielleicht nicht mit Atemübungen auskennen. Ich benutze dann immer Seifenblasen und gebe ihnen erstmal die Aufgabe, lange durch die Seifenblasen zu pusten, bis einfach wirklich auch Seifenblasen entstehen. Und meistens hilft das auch ein bisschen, um sich selber zu regulieren. Es kann sein, dass man hier sitzt und plötzlich diese Geschichte, die man jahrelang von seinem Partner, seiner Partnerin hatte, von ich bin dir eh egal oder die Arbeit ist dir immer wichtiger oder was auch immer, dass man sich von diesen Geschichten lösen muss. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil diese Geschichten haben einen ganz schön lange auch funktionieren lassen. Meine therapeutische Arbeit, ich würde sagen, sanftmütig, wohlwollend und friedlich. Ich finde, wenn es gut läuft und auch die Klienten merken, sie haben mit mir ein Match, dann gehen wir auch durch schwierige Dinge, aber es fühlt sich an, also natürlich gehen wir immer noch durch so einen ganz, ganz wilden Sturm. Naja, so als wäre man noch hoher See und natürlich ist da draußen immer noch irgendwie Chaos. Aber plötzlich hat man das Gefühl von, okay, man segelt da sicher durch. Klar, nicht jede Stunde ist wahrscheinlich so intensiv und nicht jede Stunde und nicht jedes Mal ist es dieses Match. Aber das ist, glaube ich, das, was mir Klienten zurückspiegeln.